DSA 5 schon gesehen? Sieht schön aus, ja. Ja, auch wie fett es ist. Ja. Alter, ist das sau schwer. Und habe ich schon mal erwähnt, das ist nicht unbedingt besser. Immer, es sind ja immer Könnte. mehr Regeln, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Die Sache vereinfachen sollen, aber gleichzeitig, wir hatten alles ja auf 6 gedreht. Oh, der Teufel. Ja. Aha, Luna ist auch dazu gekommen. Das bedeutet, wir haben gerade einen. Ich muss euch mal eben alle gerade setzen. Guck mal, da grinst die Grinsebacke. Ist sie in TS reingekommen? Ich habe sie noch gar nicht gehört. Es ist sie noch nicht. User joined your channel. Nein, ich bin jetzt erst ins Team reingekommen. Gerichtet. Zweimal am Abend, dann hast du aber auch die Nase voll. Ist Nummer zwei. Gerichtet. Nummer drei. Und noch eine. Dann haben wir alle vier Kameras. Okay. Alle vier wieder da. Bild war von dir gruselig. Welches Bild? Keine Ahnung. Ich finde das Bild im TS gruselig. Ist es ein GIF? Nein, das Oder? ist einfach nur ganz normal das Bild. Ja. Willst du da mal Moment. das Bild sehen? Welches von ihm im TS ist? Noch ein ganz normales Bild, was ist los? Das Bild. Warum ist er gruselig? Weil er Sticker? weil es sich bewegt. Er bewegt sich doch so auch. Ja, aber es ist ein Bild. Ja, ist ein Bild aus der Zukunft. Bewegen die sich halt. Ja. Hallo Frau im Hintergrund. Sei gegrüßt. Ich bin die ganze Zeit ziemlich still, weil noch habe ich nichts zu tun. Jetzt lügt sie, aber die quatscht die ganze Zeit, weißt du? Wir kommen gar nicht zu Wort, das ist schlimm. Frechheit. Schämen. Ich habe ihr vorhin schon den Vorschlag gemacht, dass ich ihr das zu Hause einrichten will. Ich habe gesagt, ich sträube mich vor der Kamera irgendwas zu machen.
muss ja nicht mit Kamera dabei sein, muss ja nur im TS. Doch, das ist Voraussetzung. Erinnert euch an die Einstellungskriterien. Ja, ich wurde auch gezwungen, also Ruhe hier, ja? Er versucht es schon seit ein paar Jahren. Ja, weiger es weiterhin. Nein. Doch, ich hasse es ja auch. Ja, wenn man jemanden einen schlechten Tag hat. Den habe ich jeden Tag. Ich schlecke zwischendurch auch mal die Tage. Ich gehe wieder. Nicht die Tage, Selena, nicht die Tage. Ganz sicher? Ja. Oh, jetzt hat Luna sich schon gefreut. Ich glaube nicht, Luna hat sich gefreut. Ich glaube, Geraf, die hat sich jetzt gefreut. Wie, echt jetzt? Cool. Luna sitzt auch jetzt gerade so, als ob sie gleich so... Schlaf. Was? Ich schlaf doch schon. Die rutscht gleich wieder weg, so. Das passiert ja. Das wird so immer weniger. Irgendwann ist da nur noch so eine Haarsträhne zu sehen. Vielleicht siehst du nur noch den Schatten. Wo ist denn Keksi? Was ist Keksi? Wenn ich ihn finde, zeige ich ihn dir. Ihr Kissen. Ja, mein Kissen, aber irgendwie ist der weg. Ihr müsst übrigens, Luna, die hat jetzt gerade so ihre 24 Stunden gleich hinter sich. Nein. 48? Ja. Kommt hin. Deswegen, also wenn wir gleich jemand schnarchen hören, dann ist das... ja, dann bin diesmal nicht ich. Oh, du warst auch nicht der Letzte, der es das als Letztes getan hat. Wer war es denn, der als Letztes getan hat? Ich? Nein, du warst es nicht. Der Typ, der auf meinen Raptor eingeschlafen ist? Ja. Was? Hab ich gehighlightet. Auf dem Raptor eigentlich. Könnt ihr euch angucken, ist unter Highlights. Wer dann auch im Teamspeak echt geschnarcht? Ja, das war's. Ja. Das war so, der Leaded Rocks ist leider etwas zu früh ins Bett gegangen, er hätte halt noch mitgekriegt. Das war an dem Tag, wo alle da waren, so. Okay. Lasst uns mal weitermachen. Also, wir, bitte? Ihr wolltet zum Waffenladen, ne? Jo. Okay, dann, es gibt zwei Waffenläden, die offiziell in dieser Stadt, in Düsseldorf gerade aufhaben. Ja. Aber ich würde sagen, mal eher außerhalb fahren, dass man es nicht so, ne? Wäre intelligent. Die Bullen da sind ziemlich dämlich und arbeitsfaul, würde ich glatt behaupten. Es gibt keine Bullen. Also es gibt nur Privatpolizei. Ja, Polizei ist Polizei. Ob jetzt privat oder richtig. Privat ist privat und privat sieht so aus, wenn die dich verhaften können, dann tun die es, weil die dafür Geld kriegen. So ähnlich wie der Vertreter. Also auch nichts anderes wie Kopfgeldjäger. Ja, nur dass sie unter einer bestimmten Firma arbeiten, die angestellt wird von der Stadt. Ja, ja. Also, so funktioniert das. Ist nichts anderes. Die kriegen halt Geld für jede Verhaftung, Geld für alle Provision. Ja, Tötung. Provision. Kannst du übrigens auch machen. Du kannst hingehen und sagen, ich möchte jetzt hier Kopfgeldjäger, beziehungsweise hier, wie heißt das, die Straßen reinigen vor Ghulen oder so, dann bringst du ein paar Ghulköpfe, stellst sie da denen auf den Tisch und sagst so, ich möchte jetzt für jeden Ghulkopf meine 2000 haben. Das kriegst du hin. Klingt nach einem Plan. So, die Sena fragt jetzt gerade mich im Chat.
wollte ich nicht unterbrechen. Ob ihre Chamäleon-Rüstung bzw. Chamäleon-Anzug schon da ist? Ja, theoretisch war ja nur 2 Wochen Lieferzeit, ne? Ich glaube, ja. Ja, dann müsste die so langsam ankommen. Aber du hast damals noch nicht diese Adresse gehabt. Die kommt dann also wo an? Von mir noch zu Hause. Ja. Wahrscheinlich haben die beiden netten Herren die angenommen. Die, ne? Die haben jetzt Spaß damit. Was habt sie denn für Spielzeug gekauft? Und die probieren das erstmal aus, während du weg bist. Ja, oh, guck mal, jetzt ist er weg. Jetzt ist er da. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er da. Camino. Da ist er. Jetzt ist er weg. Ich war noch am Überlegen, ob ich da wirklich ein Troll sein soll. Ich kann keine Trolle mit schwuler Stimme spielen. Das geht nicht. Das kriege ich einfach nicht hin. War nicht nur einer davon ein Troll, der andere ein Zwerg? Ja, das war ein Ork, glaube ich, oder? Ork und Troll oder so? Oder Mensch? Oder Ork und Troll. Aber ich glaube, 2 Menschen tun es auch, weil die kriege ich noch hin. Der absolute. Oh ja. Wie kann man sagen, so wie man sich die halt heute vorstellt, so geben die sich auch. Hi, Where's Taxi? Oh, no sky. So, ja, du machst dich auf den Weg zu einer der Adressen. Eine ist in der Nähe des Bahnhofs. Wollt ihr zusammen hinfahren oder einzeln? Na, ich hab Lukan mitgenommen, der darf einkaufen. Okay. Dann seid ihr 2 jetzt unterwegs in deinem Auto und fahrt zur ersten Adresse. Was übrigens unter dichten Regenfall geschieht. Und ihr seht kaum was auf den Straßen. Zwar die Fensterscheiben sind imprägniert sozusagen und es prallt ab, aber es ist so fett am Regnen, wie schon die letzten Wochen. Immerhin hast du dich auch gerade erholt von deiner Erkältung, die du dir gerade noch letzte Woche reingezogen hattest. Weißt du Bescheid, warum ich im Auto war? Und ihr seid jetzt gerade angekommen. Am Bahnhof immer reger Betrieb. Und direkt am Bahnhofseingang seht ihr schon die vergitterten Wände, Fenster von dem Waffenladen. Überall mit Alarmzeichen und alles versehen. Seht ihr in die Regale vom Fenster alles voll mit vollautomatischen Waffen, halbautomatischen Waffen, Messern, alles, was das Herz begehrt. Passt Lukan noch perfekt rein. Ja, super. So, Lukan, du weißt, was du brauchst? Nein. Perfekt, dann kannst du ja losgehen. Richtig, soll ich mir noch die Skimaske überziehen? Ja, du sollst einkaufen, nicht überfallen. Ja, einkaufen. Einkaufen, genau. Wir brauchen. Granaten mit Schlafgas. Sozusagen Timer. Sagst du das jetzt? Wem sagst du das jetzt? Mir? Okay. Achso. Schlafgasgranate mit Timer. Warum mit Timer? Ja, willst du, dass wir im Schacht schon losgehen? Zeitzünder? Also nicht Zeitzünder, Fernzünder? Ihr könnt auch so wohl als sagen. Dann willst du wissen, wo und wann die da sind. Das ist das Problem. Ja, aber woher willst du wissen, dass sie da sind? Man kann ungefähr die Zeit berechnen. Das kannst du auch mit einem Fernzünder dann machen. Dann machen wir es mit Fernzünder, wenn du das kriegst. Hm? Aber ich weiß ja nicht, in meinem Bereich ist doch Erdgeschoss, ne? Und dann sollen die vor dem Keller rollen, sozusagen, und da an dem Lüftungsschacht stehen bleiben, wo die Wachen stehen. Der hatte geguckt, wie die Lüftungsschächte verlaufen, und ich habe ihm 2 Lüftungsschächte genannt. Hallo,